Nicht aus der Bundespressekonferenz berichte ich heute, sondern von der Bundespressekonferenz, vom Platz vor der Bundespressekonferenz. Zum einen, warum ich hier bin, und zum anderen nochmal, was es hier zu erzählen gibt, was ich bisher nicht erzählen konnte. Warum ich hier bin, da müsste ich jetzt die Kamera umdrehen, aber ich blende es euch später ein. Das ist direkt am Bundestag und im Bundestag war das Corona-Symposium, das zweite Corona-Symposium der AfD-Fraktion. Sehr, sehr spannend. Ich habe einen Bericht darüber auf meiner Seite und ich werde auch noch mal ein Video darüber machen. Ich habe auch ein Interview mit Professor Bakhti. Ja, unfassbar. Da waren Opfer, ein Impfopfer war da, eine Frau, die schreckliche Dinge erzählt hat, wie sie bis heute leidet. Es ist von Todesfällen berichtet worden, auch von nächsten Angehörigen. Und eine Krankenschwester hat erzählt, wie man jetzt erst vor gar nicht so vielen Tagen bei ihr eine Hausdurchsuchung machte, unter völlig an den Haaren herbeigezogenen Gründen. Es ging dann auch darum, wie heute solche Mittel wie Hausdurchsuchungen benutzt werden, um Kritiker der Regierung einzuschüchtern. Hanebüchen, Berichte über das Bundesverfassungsgericht, was da alles läuft. Es war wirklich haarsträubend. Niemand da von den großen Medien, bis auf die Berliner Zeitung, gar nicht. Das wird einfach alles totgeschwiegen. Es stehen einem die Haare zu Berge und eigentlich müsste das ein großes Thema sein. Es müsste einen Untersuchungsausschuss geben. Die Gesellschaft müsste sich groß mit dem befassen, was da passiert ist in der Corona-Zeit. Und was passiert stattdessen? Gar nichts, gar nichts. Nur eine Partei befasst sich damit, die wird ohnehin diffamiert, entmenschlicht und verteufelt. Es ist wirklich zum Haare raufen und zum Mäusemelken. Fast hätte ich schon gesagt, zum Mäuseraufen, aber das wäre dann doch falsch. Ja, was bleibt einem außer Galgenhumor? Ja, für mich auch ein Déjà-vu, weil wie gesagt, wieder am alten Arbeitsplatz, hier Bundespressekonferenz. Und als ich das hörte, zum Beispiel mit dieser Hausdurchsuchung gestern, da wurde mir ganz anders, weil mir diese ganze Zeit wieder bewusst wurde. Ich hatte das ja zum Beispiel erlebt, dass man hier einen Blumentopf auf mich geworfen hat vom Balkon im ersten Stock im Prenzlauer Berg bei einer Demo, weil ich ja so ein Böser bin. Und das war ganz klar, die Wohnung, und ich bin sofort zur Polizei. Jetzt ist das eingestellt worden nach 2 Jahren, weil man angeblich den Verdächtigen nicht ermitteln konnte. Und ich habe nicht gehört, dass eine Gegenüberstellung stattgefunden hätte oder irgendetwas. Und ja, ich sage jetzt nicht, woran ich da denke, wenn diese Ermittlungen hier eingestellt wurden, weil man sagt, man habe den Verdächtigen nicht ermitteln können, der da in der Wohnung war und wo die Polizei direkt danach dort war, und parallel wird dann bei einer Krankenschwester wegen angeblicher Beleidigung in einem privaten WhatsApp-Chat, da kommt die Polizei um 6 Uhr in der Früh, und ja, das gibt noch eine getrennte Geschichte, also wirklich gruselig, was man mit dieser Frau macht. Ja, gruselig sehr viel. Ich konnte ja bisher einiges nicht erzählen aus der Bundespressekonferenz, weil solange ich Mitglied war und hoffte juristisch, dass ich wieder reinkomme, war ich ja sozusagen da in einer Zwickmühle, weil mir das sonst als vereinsschädigend ausgelegt hätte werden können und man gesagt hätte, der schädigt ja den Verein, der kann nicht mehr mit rein. Jetzt kann ich es erzählen und ich habe es auch in meinem Buch beschrieben. Ich erzähle es ansatzweise, also ein Buch ist auch viel mehr, da sind auch die Schriftwechsel, dass man mich schon relativ bald nach der Aufnahme hat man mich zur Seite genommen und hat dann gesagt, jetzt bitte aufpassen, ich gefährde die gute Beziehung der Bundespressekonferenz zur Regierung mit meinen bösen, bösen Fragen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Normalerweise muss zwischen Kontrolleur und dem zu Kontrollierenden darf es gar keine richtig gute Beziehung geben. Und es wäre eine Frage der Ehre für die Journalisten, dass es keine zu guten Beziehungen zur Regierung gibt. Und mich hat man hier ermahnt, eindringlich mit mir gesprochen, was wir in diesen Jahren aufgebaut haben. Und wir haben Angst, wenn sie weiter solche Fragen stellen, dann kann es sein, dass die Regierung gar nicht mehr zu uns kommt. Ich meine, das muss man sich einmal vorstellen, wie weit da hier der Grundgedanke des kritischen Journalismus degeneriert ist. Es ging noch weiter, man wollte mir reinreden, was ich auf meine Seite stellen kann und was nicht. Das muss man sich mal vorstellen, in einer freien Demokratie, die wir ja offiziell noch sind, aber auch nur noch offiziell, ich rede von frei,
Und da will man mir vorschreiben, was ich auf der Seite verlinken kann und was nicht. Ich habe das auch zurückgeschrieben. Soll ich künftig dann immer mir Erlaubnisse einholen vor dem Veröffentlichen von irgendwelchen Linken? Es ging so weit, dass man mir dann sagte, welche Kommentare ich auf der Seite lassen darf und was nicht. Das ist eine Verhöhnung der Idee der freien Medien. Das ist eine Verhöhnung der Idee der Gewaltenteilung. Und es ist eine Schande, was hier in diesem Haus vor sich geht und dass sich die Kollegen nicht schämen. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt, wirklich. Da gibt es noch viel mehr. Ich habe es jetzt im Buch erstmals beschrieben. Ich verlinke es unten nochmal. Das Buch, weil sich einige beklagt haben, dass es bei Amazon nicht verschickt wird. Ich habe einen zuverlässigen Link. Ein gutes Weihnachtsgeschenk, aber ich will keine Reklame machen, liegt mir nicht, mache ja auch kaum Reklame für das Buch, wenn mir das nicht liegt. Es ist so absurd, es ist so empörend. Und dann die gleichen Leute, die stellen sich dann hin, machen den großen Bundespresseball und da geht es um das Thema Pressefreiheit und wie stark Journalisten in anderen Ländern da unter Druck sind. Hier müssen Journalisten ins Ausland ziehen, ins Exil, weil ihr hier die Regierung, die Behörden und die Kollegen sie derart terrorisieren, dass sie sich hier nicht mehr sicher fühlen. Und dann stellen sich diese Heuchler hin und sagen, ja, in anderen Ländern und wir kämpfen dafür. Ja, man kann eigentlich nur hoffen, dass das irgendwann aufgearbeitet wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, menschlich bin ich heilfroh, selbst wenn ich jetzt hier bin, fühl mich hier nicht wohl. Ich bin heilfroh, dass ich damit nichts mehr zu tun habe. Menschlich, als Mensch, als Journalist bedauere ich es massiv. Als Journalist sehe ich es als Sauerei, dass ich nicht mehr hinein durfte. Menschlich eine große Erleichterung, weil, ja, glaubt mir, mit denen möchte man echt nichts zu tun haben. Das ist so, also so eine Veranstaltung, das ist wirklich gruselig. Das ist eine Verhöhnung der journalistischen Grundprinzipien, eine Verhöhnung der Ideen. Ja. Das war ich wieder mal in alter Tradition, Nostalgie. Hier sind sogar die Gitter von den Bäumen weg, wo ich immer die Kamera befestigt habe. Und darum habe ich jetzt eine sehr unsichere Konstellation gewählt. Ich hoffe, das fällt jetzt nicht um. Jetzt mache ich noch mal in guter alter Tradition mit euch hier einen kleinen Rundgang. Das ist das Bundestagsgebäude. Hier hat dieses Symposium stattgefunden, jetzt 2 Tage lang. Das ist auch noch der Bundestag. Und da oben, da sieht man es jetzt. Ich versuche mal hinzuzoomen. Das ist der Saal. Das klingt nicht mit dem Zoomen, aber ich zeige Ihnen hier nochmal das, was so sehr spiegelt in der Mitte jetzt. Das ist der Saal der Bundespressekonferenz. Da findet diese Farce-Veranstaltung statt. Anders als eine Farce kann ich es nicht bezeichnen. Jetzt muss ich Schluss machen, weil ich den Stativständer hier sonst gar nicht mehr gerade hinbekomme. War mir ein Vergnügen in alter Nostalgie mit euch mal wieder von der Bundespressekonferenz, nicht aus der Bundespressekonferenz zu berichten. Ja, und das vielleicht noch zum Schluss. Das Traurige ist ja, es war ja auch journalistisch nicht so wirklich befriedigend, weil das Einzige ist, man hat immer gezeigt, dass die auf die Presse pfeifen, auf kritische Fragen, dass sie die nicht wollen und dass sie ganz offen sagen, also eigentlich den Stinkefinger entgegenhalten. Wir antworten nicht auf diese Fragen. Und das immer wieder neu zu zeigen, naja, es ist schon chronistisch, ist es eine Aufgabe, aber es ist auch irgendwie lästig und das hat ja jeder kapiert. Und da sozusagen den Pausenclown zu machen, das wäre für die eher gut gewesen, weil dann hätten sie ein Alibi gehabt und auch diese Argumentation, ja, der hat die falschen Fragen gestellt. Es gibt keine falschen Fragen. Und wenn das böse Verschwörungstheorie-Fragen waren, wie sie es ja immer hinstellen, dabei waren es das ja gar nicht. Im Nachhinein hat sich ja das meiste als richtig herausgestellt, dann wären doch die wunderbar kompetenten Sprecher der Bundesregierung hätten doch dankbar sein müssen, dass sie da endlich vor laufender Kamera beweisen hätten können, dass das nicht richtig ist und dann die bösen Verschwörungstheoretiker zurechtstellen. Stattdessen haben sie mit Verfahrentricks und mit Kleingedruckten versucht, einen mundtot zu machen und das zumindest in der Bundespressekonferenz auch geschafft. Also armseliger geht es nicht mehr, aber wie gesagt, menschlich bin ich extrem dankbar, dass ich da raus bin und allein die Vorstellung, dass ich jetzt da rein müsste, nein, das ist journalistisch, schaudert es einen. Da, was ich auch noch dazu sagen muss, nicht alle Regierungssprecher waren so, da gab es auch einige Ausnahmen, ich nenne die jetzt absichtlich nicht beim Namen, weil wir haben ja heute eine Situation, wo das für die wahrscheinlich nicht so gut war, aber da gab es einige wenige, die in meinen Augen völlig in Ordnung waren.
Und am schlimmsten waren eigentlich die Kollegen, das muss man ganz so sagen. Ein Kollege besonders, den erwähne ich gar nicht, weil er das nicht wert ist, aber ich bin heilfroh, dass ich da weg bin. Und wie gesagt, die ganze Geschichte nochmal jetzt im Buch nachlesbar. Unten der Bestellbuch. Anderes wichtiges Buch, was ich auch sehr empfehle, vom Kollegen Burkhard Müller-Ulrich. Ich habe mitgemacht. 550 Seiten, das Ganze, die ganze Hetze, der ganze Wahnsinn dokumentiert, dass es niemand löschen kann. Deshalb als Zeitzeugnis, wer es kann, ins Buchregal stellen und so für die Nachwelt erhalten oder auch unter den Weihnachtsbaum legen, auch wenn es natürlich ein trauriges Geschenk ist, aber ein sehr, sehr notwendiges Geschenk, weil wenn wir das vergessen, dann wird sich das Ganze wiederholen. Tausend Dank fürs Zuschauen, bleibt dabei, Like da lassen, abonnieren, Kommentar für die Algorithmen. Wer unterstützen kann, bin ich besonders dankbar. Aktuell kann man sogar wieder das über Kreditkarte machen. Wer weiß, wie lange noch unter den heutigen Voraussetzungen, weil wir kriegen ja keine GEZ-Milliarden. Und das ist auch der große Vorteil, weil darum bin ich nur euch gegenüber verpflichtet und nicht gegenüber irgendwelchen Politikern, die irgendwelche Milliarden zuschustern. Alles Gute, danke, ciao. Ja, und jetzt noch einen kurzen Nachspann. In Berlin komme ich mir gerade wirklich ein bisschen wie in Idiocracy vor. Also in dem Hotel. Das ist phänomenal, weil man hat den Eindruck, nichts funktioniert und selbst die einfachsten Aufgaben klappen nicht. Als ich den Koffer jetzt nochmal hingeben wollte zur Aufbewahrung, ich stehe mit dem Koffer da und dann will man von mir den Aufbewahrungszettel, dann sage ich gib's doch erst ab. Ach so, dann habe ich gebeten, was auszudrucken und dann heißt es ja, was ausdrucken, wobei es drin stand und dann wird doch wieder das Falsche ausgezählt, dann ausgedruckt und ich komme mir ein bisschen vor wie im falschen Film, jetzt ganz böse gesagt, wie in diesem Film Idiocracy. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, wo nichts mehr richtig funktioniert. Es ist noch nicht so, dass nichts mehr funktioniert. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass einfach massiver Personalmangel herrscht. Gerade nach Corona, so hat mir das ein alter Bekannter, der auch in der Gastronomie bzw. in der Hotellerie arbeitet, erklärt. Aber es ist wirklich befremdlich und man hat den Eindruck, dass in diesem Land sehr, 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 sehr viel nicht mehr so richtig funktioniert. Aber da habe ich euch ja eh ein eigenes Video darüber versprochen, wo dann die wildesten Geschichten dabei sind. Das war's für heute. Alles Gute, Grüße aus Berlin und jetzt schalten wir nochmal rüber zu den Schiffen. Im Nachspann kann ich das hier nochmal ein kleines Berlin-Video hier mit Nostalgie an meiner alten Arbeitsstätte. Alles Gute, danke, ciao. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein neues Buch ist raus, endlich mit Aktien Geld verdienen. Ich bin Max Otte, seit 40 Jahren an der Börse, manage 6 Fonds und habe hier mein gesammeltes Börsenwissen niedergelegt. Auf der Webseite zum Buch www.endlich-mit-aktien-geld-verdienen.de, also endlich mit aktiengeldverdienen.de, gibt es viel Zusatzmaterial, wenn Sie sich registrieren. Da können Sie dann auch viele Beispiele durcharbeiten. Schauen Sie rein, freuen Sie sich aufs Buch. Ich freue mich auf Sie. Thank you.